Hallo zu meinem Video zum B-Orb 125. Ich habe ihn jetzt persönlich 2 Tage hier stehen und bin soweit auch zufrieden damit. Es gibt nur 2 Punkte, die gefallen mir persönlich nicht so daran, die haben in anderen Videos bis dato keine Erwähnung gefunden. Will mich daher auch kurz fassen, was das Thema angeht, weil den Rest erzählen euch sowieso die professionellen YouTuber. Und wozu soll ich das jetzt auch noch einmal wiederholen? Es ist, glaube ich, niemandem was Neues, dass Oase eigentlich aus dem Aquariumbereich kommt. Dort kennt man sie als Premium-Hersteller und weiß auch, dass ihre Pumpen relativ leise sind. Bei dem Earth haben sie es leider ein bisschen verbockt. Für meine Ohren ist der Lüfter viel zu laut und auch viel zu hochfrequent. Das klingt einfach so, als ob man einen Gaming-Laptop mit einem Benchmark laufen hat, die ganze Zeit. Und das Ding regelt auch jetzt nicht zum Beispiel nachts herunter und wird automatisch leise. Es ist einfach immer gleich laut. Und ich spiele euch einfach mal zum Selberhören 10 Sekunden im normalen Modus und 10 Sekunden im stillen Modus ab. Der zweite Punkt, der mich eigentlich direkt gefrustet hat, ist das Acrylglas. Das ist total kratzanfällig. Ich habe schon beim Einrichten extrem aufgepasst, dass ich mit Steine oder Hölzer am Rand nirgendwo ankomme und habe dann just mit dem extra dazu gekauften Mikrofasertuch und Reinigungsmittel die Scheiben abgewischt innen und prompt natürlich irgendeinen kleinen Krümel auf dem Fetzen gehabt. Und schon habe ich direkt an der Front vorne einen schönen langen sichtbaren Kratzer drinnen. Mir persönlich ist das ein bisschen zu blöd. Ich wünschte mir, dass beim nächsten Modell sie besseres Material verwenden. Weiß nicht, ein Floatglas, das ein bisschen kratzfester ist. Die Debatte, ob jetzt Floatglas oder Weißglas, finde ich sowieso ein bisschen übertrieben. Aber ja, für mich persönlich zählt Kratzfestigkeit und das ist hier einfach nicht gegeben. Auch bedenken muss man die Folgekosten von dem Gerät. Wenn man jetzt das vor allem in dem tropischen Modus laufen hat die ganze Zeit, möchte es auch relativ viel Wasser haben. Und natürlich verkauft Oase jetzt sein destilliertes Wunderwasser um fast 30 Euro für 5 Liter. Damit kommt man gefühlt nicht einmal ein halbes Monat aus. Finde ich persönlich Wucher, wenn ich dran denke, dass man für 1,80 Euro 5 Liter destilliertes Wasser im Baumarkt kaufen kann und dann mit so einem Osmoseanlagen-Aufsalzpulver, wo man auch 1 Kilo für ca. 20 Euro bekommt, was dann ca. für 6.000 Liter reicht, dann ist das einfach Wucher. Dann ist mir das einfach viel zu teuer sowas und das verstehe ich überhaupt nicht, wie Oase da so ungeniert für 5 Liter Wasser 30 Euro haben will. Das geht einfach gar nicht und das ist auch nicht zu unterstützen. Da rate ich persönlich wirklich jeden, einfach normales destilliertes Wasser zu kaufen und sich selber die Arbeit zu machen.